Hey, hallo, liebe Cineladies im Kubiks. Hi, das ist Tom Beck und das ist Friedrich Mücke. Also wir haben ja schon mal gar nicht miteinander gearbeitet. Keine Ahnung, was das ist. Das ist überhaupt nicht witzig. Nee. Und mit Christian ist eine Menge los. Also mit Nora nicht? Bestimmt. Also, also bei uns war immer schon sehr lustig, bei mir und Christian zumindest. Ihr hattet viel Spaß. Ja, ja, ne? Ja, ja. Tom, du musst mal ganz kurz leise sein. Erzähl doch mal ein bisschen, was da so passiert bei euch. Nee, Chris hat mal diesen Bart gehabt, ne? Mhm. Und beim Küssen halt, hat er schon genervt. Das ist jetzt nicht die Riesenstory, aber es ist schon, es war schon total lustig. Ich habe das Gefühl, dass das alles gerade ein bisschen viel für dich ist. Wirklich. Mir geht's prima weg. Ja gut, so lustig war es bei uns natürlich nicht. Also da kann ich jetzt, weiß ich gar nicht, was ich jetzt da noch, also... meine, ich hatte einen angeklebten Bart. War jetzt auch. Ziemlicher Knaller. Ziemlicher Knaller. Ja, das Schönste war, dass man die meisten ja nie gesehen hat. Das Schönste war Heike Makatsch, finde ich. Oh ja, das stimmt. Das Schönste war Heike Makatsch. Für mich. Und Ines. Ines Björn David. Ja, David? David? Björk David? Fuck. Ines. Ich weiß es auch nicht. Na, Ines halt. Ines. Ne? Und der Weihnachtsmann? Und Nora Tschirner war noch lustiger, als ich dachte. Oh, echt? Ja. Cool. Mhm. Aber auch sehr emotional. I love you, just give me one more chance, all right? Jan Silber is busy right now. Bist du noch ganz dicht? Hey! Believe me, I'm doing you a favor. Stay with Silber! Shit! Come get him! Hey! Hast du eine Ahnung, wie lange ich auf den Anruf gewartet habe? Ich habe mich echt überrascht. Aber das stimmt schon, ne? Man denkt so, ich habe auch bei Christian gedacht, naja, man kennt ja nun und weiß ja ne, alles lustige Vögel und so, aber dann, dass der tatsächlich so lustig ist, ist er wirklich. Mm. Saß der heute auch schon hier? Ich saß nur nicht neben ihm, aber wirklich, Nora, auch eine wahnsinnige Gagmaschine. Da muss man so schnell sein, kommt man gar nicht mit. Ist gerade sehr entspannt, finde ich ganz gut. Danke, Friedrich. Bitte. Auch immer unterschiedlich, weil ich immer so springe, ne? Von Berlin nach München, von München nach Südtirol, wieder zurück nach München. Bin immer viel unterwegs. An Weihnachten? Ja, ja. Und manchmal muss man auch Theater spielen, aber schon mit Baum und Geschenken und Glocke. Mit Glocke? Echt? Du feierst mit Glocke. Ja. Du auch? Machst du das für deine Kinder? Und mit der Heino-Platte? Ja. Du feierst mit der Heino-Platte? Ja. Ja, ja. Großartig. Mhm. Finde ich auch. Die Glocke ist super. Die Glocke gibt es auch immer noch bei uns. Also ich, bei mir ist es natürlich eigentlich, bei mir ist es nicht so aufregend. Ich feiere bei meinen Eltern. Die kündigt das Christkind, nee, aber habe ich eigentlich nie verstanden. Kündigt das Christkind an oder dass es gerade weg ist? Also bei uns ist es so, dass Bescherung ist. Mhm. Also dass das Christkind jetzt die Geschenke abgeliefert hat und sagt so, jetzt ist Bescherung, jetzt gehe ich gleich. Und dann rennt man ins Wohnzimmer und dann steht mein Vater da und sagt, bist du spät, es war gerade da, ist gerade aus dem Fenster geflogen. Mach das mal mit deinen Kindern. Und die Entschädigung ist dann aber guck mal. Nee, und dann gucke ich aber immer noch aufs Fenster. Wo denn? Ja, ist gerade um die Ecke. Und dann gucke ich immer noch und denke mir, boah, Mensch, einmal, dann warum nicht ein bisschen früher, ey? Es ist immer weg. Und ich glaube auch immer noch dran, dass es gibt, tatsächlich. Aber ich habe es noch nie gesehen. Aber es klingelt jedes Jahr. Aber die Glocke, die werde ich mal benutzen. Die Glocke ist jetzt mega. Bei meinen Kindern. Muss mal ein bisschen klingeln. Ja. Das ist da, weißt du, du sitzt da als Kind und keiner traut sich schon gar nicht zu unterhalten, was anderes zu machen, weil du dauernd immer so mit einem Ohr schon so, wann kommt die Glocke? Und dann geht's los.
Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Film und einen schönen Nikolaus. Das sind Emotionen. Walking in